Ich bin 1999 nach Berlin gekommen als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und es hat nicht lange gedauert. Ich habe sie in dem gleichen Jahr, June und Helmut, kennengelernt in Berlin. Das heißt, wir haben von Anfang an meine Berliner Zeit ganz parallel gelaufen. Helmut Newton ist ein ungewöhnlich lebhafter, zugewandter Typ. Und man muss sehr auf dem Quivif sein, weil er in einer Weise einen fordert, dass man also ständig ein Hin und Her wie ein Ping-Pong-Spiel hat. Und das ist eine große Freude, aber er ist jemand, der ihm wirklich das Gefühl gibt, dass er sich interessiert, dass er Fragen aufnimmt, dass er Antworten gibt. Also es ist ein sehr enges Verhältnis. Also Helmut Newton hatte ja schon, bevor ich nach Berlin kam, Kontakte mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, mit den staatlichen Museen. Der Vorgänger von Peter Klaus Schuster, also Dube, der damals Generaldirektor war, hatte schon einen ersten Kontakt mit ihm gehabt. Aber das hat sich irgendwie nicht entwickelt. Das ist im Sande verlaufen. Aber man merkte ihm an, dass Berlin wirklich sein Heimatgefühl ist. Er wollte zurück nach Berlin als Person, aber auch mit seiner Sammlung. Das war also für mich ein wunderbarer Einstieg, weil ich merkte, da ist etwas, was ihn wirklich interessiert und was er tatsächlich als große Geste wieder an Berlin zurückgeben will. Einmal Berliner, immer Berliner. Er hat nicht unbedingt Deutschland vermisst, aber er hat Berlin vermisst. Er ist ja 1938 aus Berlin weggegangen. Das heißt, er hat seine Kindheit und seine Jugend, also das Prägende, das hat er in Berlin erlebt. Und bevor die Nazis dann wirklich ihre Kampfparolen brüllten, hatte er eine glückliche Kindheit, sodass die Assoziationen zu Berlin sehr positiv besetzt waren. Dieses Haus hat zwei Beziehungen zu Helmut Newton. Zum einen, er ist 1938 vom Bahnhof Zoo in die Emigration gefahren. Das war sozusagen das letzte Haus, was er in Berlin gesehen hat. Und das war, die ganze Emotion war dann wieder da. Er hat sofort diese Anknüpfung gespürt, die er bei seiner Flucht erlebt hat. Und das Zweite, und das rechne ich ihm wirklich ganz hoch an, er ist ja jemand, der kann Dinge einfach transformieren. Diese Big Newts, die jetzt hier in dem Casino hängen oder in der Helmut Newt Foundation, das sind die Plätze, wo die Offiziersporträts waren. Das heißt, er hat im Grunde schon bei seiner ersten Begegnung genau gewusst, wie er das inszeniert. Und dann kam der Druck, weil er wusste, er war zu dem Zeitpunkt, das war 82 Jahre alt, und er wusste, er hat auch nur eine bedingte Zeit noch vor sich und er wollte das alles erleben. Und deshalb hat er sehr viel Druck gemacht und wir haben einfach angefangen zu bauen. Und wir haben eines bekommen: Wovereit hat als regierender Bürgermeister uns für einen symbolischen Euro dieses Haus für diesen Zweck gegeben. Und wir haben eine Verbindung gemacht, weil natürlich als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hatte ich natürlich auch ein Eigeninteresse für unsere eigenen Häuser. Und deshalb wollte ich unbedingt hier das Museum für Fotografie haben. Aber wir konnten das nicht in einem Schritt machen, weil wieder die finanzielle Frage kam. Aber mir war natürlich klar, wenn wir Helmut Newton in einer überzeugenden Weise hier als Anker haben, dann wird das so fantastisch sein, dass jeder begreift, das ist der Beginn einer Entwicklung, die das ganze Haus betrifft, sodass also Helmut Newton Foundation in dem Erdgeschoss und in dem ersten Stock ist und im zweiten und dritten Stock sind dann das Museum für Fotografie. Das heißt, wir konnten über einen kleinen Umweg die alte Idee realisieren, nicht ein Zentrum für Fotografie, aber eine gemeinsame Ausprägung von Helmut Newton Foundation und dem Museum für Fotografie. Und so ist es gekommen. Und wir hatten noch eine große Verbündete, das war Christina Weiß. Die war damals Staatsministerin für Kultur und Medien. Die hat sofort begriffen, was das für eine große Chance ist, Helmut Newton in Berlin zu halten. Helmut Newton ist im Januar 2004 gestorben. Er hatte einen Autounfall und ist dann im Krankenhaus wirklich verschieden. Aber es war bewundernswert, wie June Newton dieses Projekt ohne Unterbrechung, vielleicht sogar mit mehr
Leidenschaft durchgezogen hat, weil sie wusste, das ist etwas, was Helmut Newton ausmacht und was für ihn wichtig gewesen wäre, was er natürlich selbst gerne erlebt hätte. Aber dass es dann im Juni stand, ohne Unterbrechung, das war fabelhaft. Und ich erinnere mich jetzt noch an die Pressekonferenz, die war von einer solchen tiefen Emotion. Und alle haben begriffen, dass das hier eine Möglichkeit ist, nicht nur Helmut Newton zu feiern, sondern auch die jungen Fotografen, die quasi durch ihn beeinflusst sind und die dann weiter dieses Museum auch in Gang halten werden. Aber es war eine große Tragik und zunächst mal war es ein großer Schock für uns, dass Helmut Newton gerade in den letzten Metern verstorben ist. Ich habe das Glück gehabt, mit Helmut Newton tatsächlich eine Freundschaft zu schließen. Das war ein sehr intensives Verhältnis, weil wir uns auf Anhieb verstanden haben. Und wir haben noch eine zweite Verbindung gehabt, nämlich über Heinz Berggruen. Das war ja der zweite Berliner, der als jüdischer Mitbürger Berlins flüchten musste, der dann über Paris wieder zurückkam. Und Helmut Newton und Heinz Berggruen und ich, wir haben uns in Charlottenburg oft in die Kneipe gesetzt, in die Kneipen, die beide aus ihrer Jugend kannten, und haben uns ausgetauscht. Das war also so ein enges Verhältnis, dass wir uns eigentlich so alle 14 Tage, drei Wochen getroffen haben, miteinander geredet haben, sodass es also wirklich eine sehr, sehr persönliche Form war, in die auch dann John Newton einbezogen war. Aber diese drei Männer waren schon von einer besonderen Nähe. Und ich weiß jetzt noch, als wir dann die große Ausstellung abbauten in der Nationalgalerie, dann sagte Newton zu mir, wir gehen jetzt in den Tiergarten und ich mache ein Foto von dir. Weil ich ihm erzählte, dass ich ja, als die Wiedervereinigung kam, die beiden Bibliotheken, Deutsche Bücherei Leipzig und Deutsche Bibliothek Frankfurt, vereint habe. Und es gibt eine Tradition in der Deutschen Bibliothek und auch in der Deutschen Bücherei, dass die Generaldirektoren immer in Öl gemalt wurden. Ich wollte aber nicht in Öl gemalt werden, ich wollte aber eine Form finden, dass ich sowohl in Leipzig als auch in Frankfurt ein künstlerisches Porträt habe. Und das hat Helmut Newton mit seiner Fotografie gemacht. Ich habe also ein Newton-Foto in Leipzig hängen und in Frankfurt hängen. Das war eine Liebesgabe. Helmut Newton ist ja jemand, der im Kopf schon die Inszenierung fertig hat. Er ist nicht jemand, der ein dorthin stellt, dahin stellt, sondern er weiß genau, wie sein Setting aussehen soll. Das heißt, wir hatten eigentlich, ich schätze mal, nicht länger als 20 Minuten und dann war das Foto fertig. Es ist ein Foto, das also mich in Ganzheit zeigt, mit einem Mantel etwas zugeknöpft, aber mit einem offenen Gesicht. Also er hat die Charakterzüge, glaube ich, ganz gut wiedergegeben. Also ich würde mir zwei Dinge wünschen. Zum einen, was die Helmut Newton Foundation unmittelbar angeht, würde ich gerne dem Konzept Helmut Newtons folgen wollen, dass er immer sagte, es soll nicht ein Monument sein, das Helmut Newton auf den Sockel stellt, sondern es soll immer die jungen Fotografen in der Weise deutlich machen, sichtbar machen, sodass es wirklich eine Entwicklung der Fotografie zeigt, aber auch in Bezug zu mir. Das ist der eine Punkt. Also die Fotografie nicht statisch, sondern mit all dieser Dynamik, die die Fotografie hat, durchaus zu leisten. Und das Zweite, ich wünsche mir natürlich sehr, dass das, was wir als Anker geworfen haben mit der Helmut Newton Foundation und was wir dann mit dem Museum für Fotografie gegründet haben, dass wir dieses zusammenführen, dass eine Akzentuierung beider Einrichtungen besteht, aber dass beide Einrichtungen eine gemeinsame Kontur, ein gemeinsames Profil haben. Denn ich bin immer jemand, der sagt, wenn man Grenzen überschreitet, kommen Anregungen, die man mit einem separaten Programm nie leisten kann. Also ein stärkeres Aufeinanderzugehen, wobei ich dem Museum für Fotografie eben auch Dinge zuweisen würde, die notwendig sind. Das ist die ganze Restaurierung, das ist auch die Netzwerkfunktion, das heißt, dass man also auch das, was wir früher mal ganz am Anfang gedacht haben, ein Zentrum für Fotografie zu machen, indem wir die entsprechenden Sammlungen aus den Museen rausholen, das ist ja nicht der Sinn. Der Sinn ist eigentlich, dass man weiß um die Potenziale in den eigenen Museen und dass das Museum für Fotografie dann über die jeweiligen Thematiken, die mit der Fotografie zusammenhängen,
Bestände zusammenführt und dann auch wieder loslassen kann. Und wenn man diese beiden Einrichtungen, Museum für Fotografie in seiner Themensetzung und Helmut Newton in seiner ausgeprägten Beziehung zu Persönlichkeiten der Fotografie, wenn man das beides zusammenführt, dann, glaube ich, hat man die Zukunft gewonnen.